Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde von Final Fantasy 10 HD Perfect Game. Ich bin schon auf dem Weg in den Makalania-Wald. Denn da wollen wir jetzt unsere letzte Runde drehen mit dem Schmetterlings-Minispiel. Da haben wir ja schon zweimal, wie gesagt, hinter uns gebracht. Und es gibt auch noch eine dritte Runde. Nämlich, sobald man in den Besitz des Flugschiffs gekommen ist, dann darf man nochmal antanzen. Und gerne auch mehrfach. Denn jetzt wird es richtig knackig. Das Ding ist jetzt, also der Part ist vollgepackt mit dämlichen roten Schmetterlingen, die total nervig sind. Und ja, was willst du machen? Musst du durch. Okay, ich muss mal wieder mich kurz orientieren. Ich bin jetzt im nördlichen Teil und zwar da. Ich werde das jetzt mit dem Pausetrick machen, auf gut Deutsch. Das heißt, ich renne den hier an. Warte hier kurz. Bis der erste blaue da ist. Und dann drücke ich regelmäßig Pause. Ich überlege aber gerade, gab es da nicht noch einen? Ah ja. Ich erinnere mich, das war ja ziemlich doof. Ja, zum Glück sind die Gegner uns total unterlegen. Wechsel mal kurz auf die richtigen Charaktere. So. Habt ihr natürlich auch schon alle genug gefangen. Da können wir gleich nochmal anfangen mit dem ersten Spiel. Das war ja ziemlich doof. Man fängt nämlich an und muss dann erstmal zurücklaufen. Zu dem da. Aber das kann man ja leicht resetten. Stimmt. Da musste man zurücklaufen. Das heißt, man läuft den an, hält schon nach oben gedrückt, läuft gerade nach oben zum ersten. Und dann wieder direkt nach unten. Was? Was? Wo, hä? Wo war denn da jetzt einer? Ja, gut, dann reset ich nochmal. Denn die Zeit ist extrem knapp bemessen und man darf sich jetzt zwar, glaube ich, einen Fehler leisten, aber den spare ich mir liebend gerne für enge Stellen auf und nicht für hier diese offene Stelle. Okay, man muss durch die Mitte laufen. Ah. Den sieht man gar nicht, der da links ist. Den Schmetterling kann das sein. Ja, das kann auch eine Weile dauern. Das ist auch so ein Minispiel, was nicht unbedingt Freude bereitet. Okay, direkt nach oben gedrückt halten. Gerade nach oben. Und anreden und wieder gerade nach unten. Ah, da ist er so im Schatten versteckt. Okay, wir sind jetzt da an der Kurve. Ich muss mich rechts außen halten. Gut. Dann über den wir gerade sehen, drüber und dann aber direkt nach links unten. Und jetzt nach oben und dann direkt wieder nach unten. Da war zwar nichts, aber okay. Also ihr habt es gerade gesehen, ich habe ein Videobeweis, da war nichts. Mann, war das dumm. Sowas nervt dann halt bei diesem Minispiel, weil da war wirklich nichts. Man hat es gesehen. Bin gerade durchgelaufen. Ach, was kannst du eigentlich auch? Das hat man als Problem, dass man jetzt nicht genau, gerade an so einer engen Stelle, nicht genau sieht, wo man jetzt so exakt ist. Im Zweifelsfall läuft man dann noch in den nächsten rein. Okay, ich bin jetzt in den linken reingelaufen. Das geht gar nicht eigentlich. Na, egal. Okay, oben lang, unten lang. Ach, komm schon. Nimm den mit. Hallo. Oh, goddammit. Ich hasse dieses Minispiel. Okay, innen lang. War es hier innen oder oben lang? Innen zeigt es, glaube ich, an. Okay. Was war da denn jetzt? Da war nix. Ja, wie gesagt, es ist ein relativ nerviges Minispiel. Okay, außen lang. Und dann eng die Kurve nehmen. Ah, schaffe ich nicht mehr. Da müsste ich hin zu dem da. Zum Glück wird man direkt zurückgesetzt und darf nochmal anfangen. Also ich verstehe nicht, wo ich jetzt zweimal hingeblieben bin, wenn ich ehrlich bin. Also das eine Mal war wirklich lächerlich weit weg von dem roten Schmetterling. Und das andere Mal habe ich nicht mal mehr gesehen, den roten Schmetterling. Das war irgendwie schon dezent nervig. Naja, was soll's. Nein, ha? Kann ich direkt wieder resetten. Ist viel zu früh, also wenn man hier schon getroffen wird, ist es halt dezent sinnlos, dann weiterzumachen.
Habt ihr ja gesehen, es gibt dann halt wirklich Stellen, die sind extrem eng. Und teilweise kriegt man immer noch irgendwo einen ins Gesicht geschoben. Brauche ich hier nicht weitermachen. Wie war denn das hier am Anfang? Das war... relativ mittig lang? Ja, toll. Das sagt sich halt immer so einfach auf diesen schmalen Pfaden, relativ mittig lang. Ist halt alles sehr eng. Hallo? Hallo? Ja, vor allem wenn denn sowas noch passiert, dass man ja dreimal am Schmetterling vorbeiläuft. Ist besonders bei Blauen immer sehr toll. Okay. Nein, ich bin eins zu früh hoch. Fuck. Gerade bei den oberen Stämmen sieht man halt auch nicht, ob die jetzt vorne oder hinten sind, die Schmetterlinge. Okay. Das ist jetzt oben lang und dann hier runter, glaube ich. Genau. So, wie ist das jetzt hier nochmal? Ich bin jetzt da oben, das heißt außen lang, also oben lang. Nach dem ersten nach unten und dann den Schmetterling mitnehmen. Das ist so ein Scheißvieh. Wo ist denn der? God damn it. Also wenn man so zwei Runden extra laufen muss, ist schon dezent nervig. Hier zeigt es eigentlich innen an, aber ich glaube, ich bin von innen gelaufen, oder? Ja, hier bin ich zwei reingelaufen. Zum zweiten Mal. das ist so ein Scheißvieh. Naja. Lassen wir uns zurück teleportieren, was soll's. Wir haben ja Zeit. Eigentlich ist noch das leichte Rennen. Das zweite ist noch schwerer, um es nur mal so gesagt zu haben. Ah, genau mit derselben Zeit. Das ist halt, man kann halt einen wirklich mitnehmen, einen so einen blöden roten Schmetterling. Also kann, nicht sollte. Da kann man es noch schaffen. Wenn man diesen einen blauen, der irgendwo im Nirgendwo rumschwebt, wo ich jetzt wirklich jedes Mal dran vorbeigelaufen bin. Ich verstehe den nicht. Der ist eigentlich an der Unterseite, aber irgendwie laufe ich da jedes Mal dran vorbei. Weil der eigentlich irgendwo weiter oben ist. Naja, das ist ziemlich nervig jedenfalls. Na komm, wo bist du? Dankeschön. Okay, mittig wieder durch. Hier auch mittig durch. Hier außen, das wissen wir ja mittlerweile. So. Dann da nach oben und da wieder zurück. Nein, ach, oben lang und dann innen. Ah, ich vergaß. Fuck. Irgendwann kennt man halt den Weg auch auswendig. Also, so nach 10 Minuten ablaufen, weiß man auch irgendwann, wo man lang muss. Mehr oder weniger. Okay. Das ist so ein Scheißvieh. Na komm. Oh, wenn das jetzt nicht reicht, deswegen. Oh, Gott sei Dank. God damn you. Es war schon wieder extrem knapp, wie diesem einen Vieh, was einfach mal nicht mitgenommen werden wollte. Naja, gut. So, da bekommen wir ja schon mal einen Teleport-Spheroid. Das ist natürlich keine tolle Belohnung. Aber unabhängig davon, welchen von den zwei Schmetterlings-Quests man anfängt, bei der zweiten, die man schafft, bekommt man dann halt das wichtige Item. Natürlich. Natürlich bekommt man dann das wichtige Item, sonst würde ich es ja nicht machen, sonst würde ich es einfach liegen lassen. Nicht. Ist ein Perfect Game, mehr oder weniger. Okay, wartet jetzt hier. Man fängt auf jeden Fall hier an. Okay. Links, dann rechts, dann wieder links. Also man fängt links an einzusammeln. Rechts, dann wieder links. Okay. Dann mittig runter. Ah, okay. Den Schmetterling, dann wieder mittig. So. Ist jetzt sind wir auf jeden Fall sehr schön durchgekommen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich bin. Ich bin da. Warte mal, da haben wir angefangen. Bin ich jetzt da in der Chor. Innen und in der Haarnadelkurve. Da nach ganz außen. Sehr schön. So, dann wollen wir uns innen halten. Okay. Und jetzt wird es kompliziert. Wenn ich euch jetzt die Karte zeigen würde, aber ihr werdet es ja gleich sehen, wenn ich reinlaufe. Ja,
Also hier komme ich wirklich fast nie ohne einen Schmetterling durch. Das ist so abartig. Da hast du wirklich irgendwie Bewegungsradius 2 Schritte. Und zwar 2G-Schritte und nicht Laufschritte. Also, da ist gar nichts. Okay, der muss jetzt irgendwie ganz an den Rand. Links unten an den Rand. Okay. Und jetzt denke ich bloß noch gerade durchlaufen. Das sollte ich sogar schaffen. Sehr schön. First try. So muss es sein. Natürlich auch mit dezenten Cheat, damit es schneller geht, aber hey, ich darf das, ich bin Let's Player. Und hier bekommen wir das Jupiter-Siegel. Wunderschön. Es ist einfach wunderschön. Schön. Da kann ich jetzt das Bildchen wieder zumachen und kurz runter scrollen. Zu dem, was wir als nächstes machen. Gut. Also ich habe jetzt zwar hier stehen, dass wir jetzt in die Omega-Ruinen gehen und das Kistenrätsel machen, aber nein, das machen wir nicht. Das packe ich wahrscheinlich dann... Ich weiß ja nicht, wie ich es mache. Ich werde es wahrscheinlich mit OBS aufnehmen, weil das wahrscheinlich ziemlich lange dauern wird. Und das ist dann mit Fraps ziemlich groß irgendwann. Ja, und dann werde ich es wahrscheinlich irgendwann mal dazwischen packen, von wegen, wenn ich die Omega-Ruinen wirklich direkt angehe. Und nicht nur da Monster grinde oder sowas. Da werde ich das da irgendwie mal so dazwischen hauen. Also ich werde das jetzt offscreen wirklich machen. Natürlich. Offscreen halt mit Aufnahme. Aber halt ohne Kommentar, das ist halt... Ich werde es vielleicht nachkommentieren und nochmal erklären, warum. Aber es ist wirklich anstrengend. Extrem anstrengend. Es wird auch wahrscheinlich ewig dauern. Wenn ich Glück habe, nicht. Aber es wird wahrscheinlich ewig dauern. Also ich rechne damit Arbeitsaufwand 10 Stunden. Muss ich von ausgehen. Also ich habe Glück, wie gesagt. Also wenn ich Glück habe, dauert es vielleicht nur eine Stunde oder vielleicht nur zwei. Aber das wäre zu schön, um wahr zu sein. Gut. Ja, wir wollen reiten. Jetzt sei wieder vorweg gesagt, müsst aufpassen bei dem, was ihr jetzt tut. Rennt nicht irgendwie eiskalt da rein. Ich gehe jetzt in die vergessene Höhle. Doch, da gibt es auch wieder eine schwarze Bestia. Und macht am besten so wie ich. Dann macht ihr nicht so viel verkehrt. Ich lasse auch bewusst bisher die Monsterfarm links liegen. Weil die halt nicht viel Sinn jetzt für mich hat, sag ich mal. Natürlich könnte ich ja jetzt schon die ersten Preise abholen und die ersten Monster töten. Aber mir fehlt halt wirklich noch die erste Hälfte vom Spiel von Monstern her. Also ich habe jetzt... Donnerstempel bis Ende. Sinns Inneres habe ich auch noch nicht. Man muss ja auch in Sinn die Monster fangen. Und ja. Deswegen sagt man dann alles mit einmal. Da sagt man dann alle Belohnungen mit einem Schlag ein. Wenn ich gerade mal hier bin, will ich mal gucken, ob Durin wirklich nicht mehr hier ist. Oder ob er jetzt hier ist, nachdem ich ihn angeheuert habe. Und Durin ist weg. Tatsächlich, er ist weg. Ich frage, ob er irgendwo anders auftaucht, aber ich bezweifle es. Ja, Durin ist missable, wahrscheinlich. Gibt ja noch so ein paar NPCs, die so wie er aussehen, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es den irgendwo, bloß hat ihn noch keiner gefunden. Ich meine, Final Fantasy 9 wurde erst 2013 die letzte bekannte Quest gefunden. Nebenquest. Sag ich mal nichts dazu, ne? Das Spiel kam wann raus? 1999, glaube ich. 2000, irgendwie sowas. Ich glaube 1990. Müsste hinkommen. Oder 98. Ich finde Yojimbos Gesang ist mit am schönsten. Into the daylight.
Ja, von dem bekommen wir nochmal einen Angriffssphäroid geschenkt. Und dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber mehr gibt's auch nicht. Gibt's keine Kisten wie in den anderen Tempeln. Deswegen wieder zurück. Benutzt auf jeden Fall die Teleporter. Lauft da nicht hin und her oder... Also ihr müsst vor allen Dingen den letzten Abschnitt vor der Astra quasi meiden. Das ist nicht schön. Also Richtung zurücklaufen zum Speichersphäroiden ist nicht gut. Ich glaube, es war so rum, aber es ist trotzdem. Gut, zu dem letzten, was ich heute noch vorhab, können wir laufen. Das ist nicht so weit weg. Und dann bin ich soweit durch mit dem ganzen Nebengedöns eigentlich. Ich meine, ich habe jetzt auch fast alle Siegel. Ich muss mal kurz selber nachschauen. Ihr seht es ja meistens oben, aber eine Luna-Siegel bekomme ich erst ganz am Ende. Saturn-Siegel bekomme ich sehr bald. Ja, also Siegel haben wir jetzt alle. Waffen. Haben wir alle Waffen? Auen habe ich. Riku habe ich. Kimari habe ich. Tidus habe ich. Yuna habe ich. Waka habe ich. Lulu habe ich. Ja. Gut. Haben wir auch alle Waffen? Sieht gut aus bisher, ne? Ah, Berg-AKZ-Musik ist so episch. Schon dieser erste Trommelschlag ist halt so episch. So, auch hier gibt es übrigens eine schwarze Bestie, aber ihr habt nichts zu befürchten, außer ihr macht etwas in der Berghöhle, sagen wir es mal so. Auch wenn Urten unsicher, zu früh, um nicht mehr zu vertrauen. Die Zeichen der Veränderung sehen und Schützenswertes suchen. Mhm. Die Krieger im fliegenden Schiff bestimmt Gesang der Ronso gehört. Sollen mit Kraft des Liedes Sinn zwingen, um stille Zeit herbeizurufen. Hi. Krollen über Berg beim Singen von Lied der Astra. Heiliger Gagazett gesungen, zusammen mit Ronso. Cool. Was bist denn du da? Ronso ist immer vorbereitet auf Kampf. Fliegen immer die Waffen. Ah. Was verkaufst du? Stummattacke-Zeug. Auch nicht schlecht. Oh, Fluchwald-Zeug. Das ist natürlich sehr cool. Sehr interessant. Leider aktuell nicht von Bedeutung. Gut. Aber der Kollege hat nochmal was zu erzählen. Und ihr wisst ja, ich liebe Mei-Chen. Lieben gerne. There is a legend, you know. Just before the horrible sin appeared, a terrible war raged between Bavel and Zanarkand. When the armies of Bavel attacked Mount Gagazet, they heard a song echoing across the snowy slopes. Tis a song from an other world, they said. Soldiers panicked and ran. And then, as if to pursue the retreating armies, sin appeared. Sometime later, scouts from Bavel braved the mountain. On the other side, they witnessed the ruins that had been Zanarkand. The city destroyed, not a single soul left standing, gone. In its place, a multitude of the faith had gathered on Gagazet. They were singing a song. It's the song we now call the Hymn of the Faith. And that, as they say, is dead. Well, maybe not all of it. Would you like to hear? Ja, er hat so eine geile Stimme. Ich liebe dem einfach zuzuhören. Vor allem, weil er mal wirklich Hintergrundstories mitbringt. Rumors flew in Bavel about Sin's sudden appearance. They said that the people of Zanarkand became the faith that they had called Sin. And that the man responsible was none other than the summoner Yevon, ruler of Zanarkand. Yes, the Lord Father of Lady Unalesca. On the eve of Zanarkand's destruction, Lady Unalesca had fled to safety with her husband, Zeon. Later, the two used the final summoning to defeat Sin. Yet the people of Bavel still feared Yu Yevon. It was to quell his wrath that they revered him and first spread his teachings. And so were born the temples of Yevon. I suppose it's possible Unalesca had planned it that way from the start. A fair trade. She defeats Sin in exchange for her Lord Father's honor. Of course, there's no proof. No, the facts are lost in the mists of time. And who'd admit Yevon was an enemy of Bavel?
You can bet the temples had a hand in covering that one up. And that, as they say, is that. Aber Mädchen weiß es. Like to hear more. Ja, es gibt auch noch eine weitere Fortsetzung. Let me tell you about the hymn of the faith. It was one Susannekant song, sung in defiance of Bevel. Of course, the Evan clergy of Bevel forbade it. Then, as these things often go, those who disliked Evan began to sing it. The Albed, for instance. The hymn of the faith became the symbol of defiance against Evan. Evan could do nothing but capitulate. They lifted the ban on the song and spread a new story. They said the hymn was a song sung to soothe the souls of the dead. And so saying, they took the song and made it scripture. That's why today, the hymn is sung all over Spira. You could say that though Zanarkand is gone from this world, it lives on in the song. Ah, but look at the time. I've rambled on again. I do love stories, you say. Well, I owe you my gratitude for hearing this old scholar out. Ja, aber mehr sagt er auch nicht. Aber es sind trotzdem sehr, sehr coole Nebeninfos. Also die... Ich liebe es halt wirklich, ihn zu hören. Macht ja auch in Final Fantasy X-2 nochmal Nebeninformationen, aber da ist es halt alles ein bisschen aktueller. Da geht es nicht so weit zurück, weil der hat ja gerade von Sachen berichtet, die waren 1000 Jahre in der Vergangenheit. Obwohl ich kein so ein Geschichtsspiel bin, das ist ziemlich krass. Da man so auch mal in die Welt hineinkommt, wie es alles dazu gekommen ist und wer wahrscheinlich für irgendwas verantwortlich ist. Aber wie gesagt, meine Vermutung ist ja nach wie vor, dass Bevel eigentlich sich selbst in den Rücken gefallen ist mit der Annahme, dass die Machina schlecht sind, weil sie waren ja selber früher ein Machina-Staat. Nun gut. Das wär's von dieser Folge. Ich werde jetzt wahrscheinlich in Offscreen sehr viel machen müssen. Zum Beispiel werde ich, wie gesagt, das Omega-Ruin-Kisten-Rätselchen zusammenbasteln dürfen, vorbereiten dürfen. Gucken, ob ich das einfach so hinbekomme. Ich werde... Oh, was werde ich noch? Ja, Sachen fangen dürfen. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen weiter Blitzball spielen. Und den Rest muss ich dann natürlich wieder aufnehmen für euch. Möchte ich auch. Möchte mein Wissen mit euch teilen. Weil so viel habe ich ja nicht. Dann muss ich ja das Vorhandene irgendwie verbreiten können. ja gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Final Fantasy X HD Perfect Game. Wenn ich dann die Vorbereitung getroffen habe, damit wir ja zügig weitermachen können. Wir wollen ja nicht ewig hier dran sitzen, ne, meine lieben Entschuldigung. Das war irgendwie ekelhaft. Ja, ne, meine lieben Freunde, macht's gut und tschüss. Listen to my story. This may be our last chance.